Hey Leute, willkommen zurück zu Undermine. Ich habe mir gerade eben noch ein HP-Upgrade geschnappt. Das heißt, wir haben jetzt 280 Lebenspunkte. Aber nichts wie los. Oder vielleicht eine Bombenverbesserung könnte ich mir auch noch holen. Und wie teuer ist das? 350. Okay, das passt da nicht mehr. Gut, dann mal nichts wie los. Bombenverbesserung habe ich mir jetzt halt an der Stelle nur geholt, um einfach noch mal ein bisschen Gold auszugeben. Bin jetzt schon so seit ein, zwei Videos echt am Überlegen, wie ich weiter mit Undermine verfahre, weil es geht nicht so wirklich vorwärts. Ich spiele es einfach viel zu wenig und deswegen, oh, das ist interessant. Machen wir das nochmal. Hallo, 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 hallo. Was? Ich hab dich doch getroffen. Wollt ihr mich denn ohne piepeln? Mann. Verdammt. Okay, gut. Das lassen wir mal so. Da haben wir auf jeden Fall noch hier noch ein bisschen Gold. Deswegen, ja, vielleicht sollte ich mir mal eine Woche Pause nehmen. Das so ein bisschen für mich mal spielen. Wenn ich es denn mal spiele. Und mal gucken, gut, wenn ich dann den ersten Boss mal schaffen sollte, dann werde ich auch mal wieder ein Video danach machen. Aber momentan, ja gut, wir haben jetzt hier so gut wie alles am Anfang gesehen. Von daher, ja, sonst lasse ich es einfach bei den paar Videos. Ist jetzt nicht so optimal, aber na, was willst du machen? Ist ja auch doof, wenn hier immer wieder das Gleiche kommt. Nein, 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 nein. Das. Du blödes Ding! So, aber das nur kurz nebenbei, damit ihr Bescheid wisst, wenn mal ein paar Tage keine Videos kommen oder gar keine mehr kommen. Anhänger des Ritters fügt bei hoher Gesundheit mehr Schwingschaden zu. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Eine Auszeichnung für den Mut und ein Symbol der Tapferkeit. Ja, das ist genau das richtige Relikt für mich. Weil ich ja immer mit so viel Lebenspunkten durch die Gegend laufe. Wie die Faust aufs Auge. Keine Bombe, kein Schlüssel. Alles ganz schön mager. So. Aber ich will jetzt hier auch nicht bei dem Spiel kapitulieren. Ganz ehrlich, ich habe mich da so ein bisschen verbissen. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch schon nach irgendwie 5, 6, 7 Videos aufgehört. Aber ein Teil von mir sagt sich so, nee, das, irgendwann wird das doch mal klappen. Und es ist ja auch ganz spaßig. Ich habe halt meine Probleme mit gewissen Spielmechaniken oder generell hier mit der Goldmechanik. Aber ansonsten macht das doch schon Laune. Es ist jetzt halt nichts Außergewöhnliches. Gibt wirklich eine Menge Spiele, die ähnlich funktionieren, aber es ist trotzdem ganz nett. Verdammt, das war wieder extrem blödes Timing. Na gut, wir haben eine Bombe auf Fledermäuse. Tja, gut, ich hätte jetzt echt gedacht, dass es da einen Geheimraum gibt, aber gut. Wir haben jetzt nur noch eine Bombe und die hebe ich mir dann lieber für was anderes auf. Klumpen einsacken. So. Das Zeug hier mitnehmen. Alles kein Problem. Na, ich bin nach wie vor unsicher, ob es sich lohnt, hier diese Felsblöcke in die Luft zu sprengen. Und man da was findet. Ich würde fast sagen, im Allgemeinen wohl eher nicht. Oder was meint ihr? Oh, ein Schlüssel. Den brauche ich auf jeden Fall noch. So, ansonsten. Gehen wir mal runter. Und durch die Upgrades ist das hier schon um einiges einfacher geworden. Mache ich auch keinen Hehl draus. Weil mehr Schaden ist mehr Schaden. So, dann können wir auch den Schlüssel gleich mal benutzen. Was haben wir denn hier? Bombuschka. Einzigartige Bombe-Relikt. Bomben in Bomben in Bomben. Bomben wurden langweilig, bis das hier entwickelt wurde. Bischof der Bombenmacher. Okay, Bombuschka.
Also wenn ich jetzt raten müsste, aber würde ich sagen, das ist sowas wie... Gut, ich lege eine Bombe, die explodiert und dann gibt's, oder die hat mehrere Explosionen oder spawnen mehrere Bomben. Das könnte natürlich auch sein. So, Händler, wir können ja mal reinschauen. Das Gucken kostet ja nichts. Vielleicht irgendwas Tolles, Interessantes. Gewürztes Popcorn. Essen verdoppelt sich manchmal. Ein dritter verzauberter Kern, der ganz leicht mit Cayennepfeffer, Salz und schwarzen Pfeffer gewürzt wurde. Nee, das ist wieder ein rohes Steak. Schlüssel für 120 Gold nehme ich mal. Einfach aus dem Grund, ich hatte da sowieso nur noch einen Schlüssel. Glaub, die Investition war doch ganz sinnvoll. Springen. Und ich habe mich immer noch nicht an dieses Gameplay gewöhnt. Das ist mir... Ja... Gut, das ist natürlich so gewollt, aber das ist halt sehr... Wie formuliere ich das jetzt nett? Sehr... Ja, abgehackt ist das falsche Wort, aber... man muss halt wirklich genau aufpassen, was man macht. Sonst ist man sofort weg vom Fenster. So, da haben wir nichts weiter. Bombuschka, schön und gut, aber... Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht... Oh, cool, brauchen wir Schlüssel für... Das ist ja super. Muss ich erst das da wegsprengen, damit wir dann da dran kommen, oder wie? Aha, also, wow. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt Bescheid. So, nein, Gott. Ja. Schmeiß mal kurz die Bomben weg. Läuft. Absolut. So. Das war ja gerade so ein Mist. Verdammt. Das regnet Gold. Es regnet Gold. Ich kann das sowieso alles einsacken. Okay, 1300 knapp. So, ich hoffe, das beißt mir jetzt nicht in den Hintern, dass ich die eine Bombe da verschwendet habe. Das wäre nämlich ganz schön bitter. Oh, da haben wir eine Bombe. Ich habe nichts gesagt. Es ist auch nichts passiert. Von daher läuft alles wie geplant, natürlich. Ui, ja, nein. Nein, Druckplattform habe ich erst wieder nicht gesehen. Verdammt. Das sind aber mal gute Plattformen. Einfach aus dem Grund, wenn man direkt in den neuen Raum läuft, da muss man die erstmal sehen. Cool, was bist du? Totem des Lebens. Ernähre dich durch dein Abenteuer hindurch. Ach, das... Okay. Nehme ich auf jeden Fall auch ganz gerne mit. Ein Thema. Da unten wäre noch... Ja, dafür bräuchte ich einen Schlüssel, den ich jetzt nicht mehr habe. So, dreimal so eine große Ratte hauen, dann reicht das schon. Na komm. So, Bombe. Das passt ja auch soweit. Und was hast du jetzt für mich? Leider kein Schlüssel. Bombe für 50. Ja, ist okay. 50 Gold für eine Bombe bin ich bereit auszugeben. Eher das als 50 Gold für so ein rohes Steak. Dann haben wir jetzt drei Bomben. Das heißt, ich kann vielleicht gleich erstmal gucken... Oh, hallo. Machen wir das mal so. Ha! Ich liebe Bombuschka. Ist ja schon mal super. Will ich... Ja, naja, da kann ich ja sowieso nicht hin, weil, wie gesagt, kein Schlüssel. Und ansonsten... Hier gibt es einen Schlüssel.
Lauf schneller, lauf doch schneller. So. Gut, da könnte ich jetzt auch dran kommen, aber will ich das? Na, ich glaube nicht, nee. Der Effekt ist eh relativ schnell wieder vorbei. Deswegen, und hier rechts im Raum, da könnte sein, dass ich da wieder Schlüssel oder Bomben für brauche, um bestimmte Sachen zu bekommen. Deswegen, das schenke ich mir erstmal. Ich glaube, das ist wirklich die beste Option, die ich hier an der Stelle habe. Na komm schon. So. Und Schlüssel nehme ich definitiv gerne. Und auch hier noch das Gold. 1500. Gut, da unten ist vermutlich kein Geheimraum mehr. Ich bin hier echt gerade ein bisschen ratlos, wo hier denn Geheimräume sein könnten. So, mit dem Steak kann ich jetzt nicht allzu viel anfangen. Vielleicht hier oben, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nein. Okay, hier unten. Ja komm, dann benutze ich jetzt hier nochmal die letzte Bombe. Dann habe ich zumindest einen Geheimraum gefunden. Und hier gibt es sogar Bomben. Ja, gut. Ansonsten war das eher so ein bisschen... Nee. Und zwei Bomben in einem Geheimraum. Ich weiß ja nicht, ob sich das dann lohnt. Da oben haben wir noch ein bisschen Gold. Alles Chlor. So. Gut. Zwei Schlüssel, damit sieht es dann auch gut aus. So, erstmal ganz schnell hier die Ratte platt machen und hüpfen und darüber laufen und überhaupt. Oh, das ist nicht gut. Und ich bin genau drauf gesprungen. Was für ein Mist. Ja, war auch eine blöde Idee, in Nahkampf gehen zu wollen. Das wollte ich eigentlich auch nur, weil... Verdammt, zu spät. Weil der Nahkampfangriff mehr Schaden macht. So, was haben wir hier? Grimhilds Spiegel. Das ist auf jeden Fall ganz nützlich. Den Spiegel, den mag ich. Weil Projektile zurückschleudern ist, glaube ich, nie so verkehrt. So, da mal eine Bombe hin. Hat nicht ganz gereicht. So. Ach, ich kann ja auf dem Ding da nicht hüpfen. Ist aber auch mal interessant, dass so eine Flüssigkeit so benutzt wird. Ich glaube, so habe ich das schon mal in einem Spiel gesehen, dass man irgendwo rüberläuft und dann nicht hüpfen kann. Ja, aber ich glaube, so oft wird das nicht benutzt. So, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Den werde ich auch benutzen. Weil vielleicht ist hier ja ein Schlüssel drin. Nein. Gut, was gibt's hier Tolles? Und schon bin ich verflucht. Was haben wir denn hier? Pulverknappheit. Fügt fast keinen Bombenschaden zu. Das ist schlecht mit Bombuschka. Koboldschlüsselbombe. Nee. Trollschweiß. Ja, komm, ich nehme hier Trollschweiß. Tausche deine Gegenstände. Ah. Ich weiß ja nicht. Ich probiere das jetzt hier einfach mal aus. Ach, gut. Jetzt habe ich vier Schlüssel, aber keine Bombe mehr. Okay. Und was hier den Trollschweiß angeht. Jetzt schon benutzen? Oder lieber noch warten? Das Problem ist auch, das dauert halt ein bisschen. Die Lebensregeneration ist halt so minimal. Sollte man auf jeden Fall schon recht früh benutzen, würde ich einfach mal sagen. Oh, da brennt's, nicht gut. Warum nur? Ja, keine Ahnung. So. Ha, das war... Da habe ich gut reagiert am Anfang, verdammt. Einfach Hacke werfen und dann springen.
Das ist, glaube ich, so die perfekte Strategie. Das hier ist schon verdächtig. Ich nehme jetzt einfach mal den Trank. So, da haben wir noch ein Steak. Gold. Halt, mein Gold. Ich bin viel zu langsam. Oder die sind viel zu schnell. Das ist jetzt echt nichts gebracht, dass ich das hier entzündet habe. So, was hast du für mich? Vielleicht mal eine Bombe. Ein Schlüsselring brauche ich nicht. Einfache Truhe. Sorgt für zu viele Gegenstände im Laden. Nur eine normale Truhe zur Auslieferung von Gegenständen. Heißt das, ich habe dann mehr Gegenstände hier zur Auswahl? Oder kann ich die öffnen und dann kommen dann halt Gegenstände raus? Ich glaube eher das Erste, oder? Oh, hallo. Okay. Ja. Ist ein bisschen blöd, dass ich überhaupt keine Bombe habe. Aber ich glaube, so mit 277 Lebenspunkten, die sind machbar. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde hier dann als Erstes auf die mal ein bisschen einhacken. Springen, springen und dich erledigen. Fast erledigen. Ah, da einmal getroffen. Immun. Das ist schlecht. Das ist halt... Ha! Wie macht man das denn hier am besten? So. Aber obwohl der Todwein hat ganz schön viele Lebenspunkte. Nein. Und der macht auch ganz gut Schaden. Verdammt! Er muss chargen und in dem Moment, wenn er mich anchargt, dann muss ich ihm eine verpassen. Selbst im Chargen ist er immun. Das ist halt echt. Ja, mit Bombe wäre das viel besser gewesen. Ich glaube, das war eine schlechte Idee, das hier ohne Bombe zu probieren. Verdammt! Ah, mit Bomben hätte ich das geschafft. Und vor allen Dingen mit Bombuschka. Verdammt. Wäre ich mal erst so weitergegangen. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich auf die treffe, dann gehe ich die nur an, wenn ich volle Lebenspunkte habe und ein paar Bomben in der Hinterhand. Aber auf jeden Fall, ja, die Zauberin kann man sehr leicht umhauen. Ein paar Schläge und das war's dann. Aber ihn hier... Es ist halt echt doof, dass die Fernkampfangriffe überhaupt nicht funktionieren. Na gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.